wollte eigentlich ein Experiment machen, aber da ich zum ersten Mal hier jetzt bin und das die mitfilmen, werde ich was altbewährt oder in meinem Kopf Bekanntes machen, wo ich keine Hänger habe, hoffentlich. Und zwar bin aus dem Weihviertel und bei uns gibt es einen Ausspruch, wenn man jemandem erzählt, dass man irgendwie Pech hat oder so. Also ich habe mir jetzt letzte Woche den großen Zeh gebrochen. Und wenn du das wie man erzählst und so, und du denkst so, was der war voll Arsch, ich habe meinen Zeh gebrochen und du wünschst dir so ein bisschen so Mitleid, oder? Und dann nix und dann kommt so, mein Arsch, du, oft einmal hast du ein Pech. Und so heißt es auch. Also oft einmal. Oft einmal hast du ein Pech. Oft einmal ist der Klick. Oft einmal rennt es wie am Schnirdl, oft einmal rennt es nicht. Oft einmal ist alles leiwand. Oft einmal ist alles auch gefreut. Gestern war es so super, heute wird es sicher saublöd. Zum Beispiel. Ich pferd mich in die U-Bahn, es fährt und ist eng. Alle schauen nur grantig, keiner kann sich bewegen. Ein Taschen auf dem Knack, ein zweiter in meinem Nirndl. Aber vor mir ist ein schönes Dirndl und sie schenkt mir ein Lächeln. Und ich schenke ihr eins zurück. Und sie sagt zu mir, sie sagt, Fahrscheine bitte. Ich zuck aus. Es sind immer die schönen Frauen, die mir das Knädel aus der Tasche zahlen. Fahrschein habe ich keinen, also 60 Eier. Das war nicht der Plan, das ist echt recht teuer. Ich denke mir, ich lade es ein und gebe ihr mein Flyer, aber Hip-Hop-Hand tue ich nicht, leider. Eigentlich wollte ich die Scheiben kaufen, auflegen, mich einrauchen. Jetzt kann ich mit der letzten Netsch gerade mal ein Seidel saufen. Ich könnte mir die hohen Beil saufen. Warum bin ich da rein in die Arschloch-U-Bahn reingelaufen? Naja, oft einmal hast du ein Pech. Oft einmal ist der Kick. Oft einmal rennt es wie im Schnirdl, oft einmal rennt es nicht. Oft einmal ist alles leiwand, oft einmal ist alles auch gefreut. Gestern war es so leiwand, heute wird es sicher saublöd. Aber heute wird ein guter Tag, denke ich immer, wie ich aufstehe, weil ich heute auf die Nacht mit der Mietze ausgehe. Und wie der geschufte Pferd möchte ich was gleich schauen. Drum hau ich die beste Wäsche in die Maschine und reiß das Werkel an. Dann stelle ich mir einen Kaffee noch auf, den ich mit einer Cheek dann sauf und plötzlich leid's an meiner Tür. Und der Postler steht vor mir. Mein Herr, ich sehe ein Ehres B, wollt ihr mal da kurz knien? Gut, ist das für ein blöder Schmäh, muss das gerade jetzt passieren? Nimm ich halt den Stift und unterschreib den blöden Wisch. Ich reiß ihm auf und denk mir nix und... Ja, das ist ja gar kein Witz. Die Misselbacher haben mich deppert blitzt. Polizeiinspektion Misselbach. Sie haben in der besagten Nacht vom 2.12.2008 folgendes Vergehen gemacht. 2.12.2008, Alter. Ich meine, das ist ein Verkehrsvergehen. Verjährt das nicht? Haben Sie schon mal mit einem Brief diskutiert? Na bitte, um was geht's noch, Liz? Ach so. Na, aber das war aber nicht ich. Na, aber das war nicht ich. Mit 110 durchs Ortsgebiet ist keine Leppalie. Darum bitten zum Rapport, wir sind rasch und flugs wie nie. Super, und wie komme ich dort hin? Die zwicken mir in den Deckel und ich hab keine Marie. Naja, oft einmal hast du ein Pech. Oft einmal ist der Klick. Oft einmal rennt's wie am Schnirdl, oft einmal rennt's nicht. Oft einmal ist alles leiwand, oft einmal ist es auch gefreut. Heute rennt's so super, ich wette, morgen ist blöd. Weißt du, ich geh hakeln für die Bude, fürs Gas und den Strom. Viel bleibt mir nicht über, das zahlt ab, ich bin am Boden. Ich brauch halt neue Boxen, einen Verstärker, ein Mikrofon, aber bei so einem Lohn bin ich froh, dass ich wohne. Ein Dach über den Schädel hab, was zum Fräsen und ein Klo, weil Schulden bei der Bank habe ich sowieso. Aber zum Glück habe ich einen Flo und alle Boden mal schon. Und wenn das wirklich weiterredet, dann Rollyboy, dann Chrome. Weil irgendwann muss ein Depp wie ich ein bisschen Krieg auch haben.